Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu 13. In dieser Folge wieder mit ein bisschen mehr Elan und Freude an der Sache als beim letzten Mal. Bisschen ausgeschlafen, das hilft immer wieder ein wenig. Wir sind das letzte Mal durch die Eiswelt gelaufen, haben uns mehr oder weniger den Arsch abgefroren, haben eine ziemlich geile Armbrust bekommen. Das habe ich in der letzten Folge gar nicht so wirklich gewürdigt. Mit wem wollt ihr abschaffen? Jetzt ist es zu spät. Sagen Sie Ihren Leuten, dass sie ihre Arbeit zu Ende bringen sollen. Es darf keine Überlebenden geben. Soll ich jetzt rausspringen? Ich springe jetzt einfach raus. Was? Er lebt? Nummer 13. Oh. Ja, es ist ihnen nicht gelungen, ihre Ziele zu erreichen. Okay, also ich darf nicht rausspringen. Ich muss sie anscheinend weiter belauschen. Hören Sie das Gespräch ab. Das ist auch im Ernst zu sein ein ziemlich eindeutiges Ziel, was da steht. Wobei da nur steht, befreien Sie General Kerrigan. Okay. Dann belauschen wir also erstmal eine Weile. Auch wenn das ziemlich öde wird. Sie hatten den Auftrag, die GIs außer Gefecht zu setzen, nicht sie abzuschlachten. So. Tap, tap. Jetzt ist es zu spät. Sagen Sie Ihren Leuten, dass Sie Ihre Arbeit zu Ende bringen sollen. Ach, so Szenen liebe ich, ja. Überlebenden geben. Genau, mach mal hin hier. Was ist mit Carrington? Haltet ihn warm. Ich möchte die Namen der Agenten, die mit ihm am Fall Sheridan arbeiten. Nehmt dem Schlappschwanz seine Zigarren und er redet wie ein Wasserfall. Okay. Auch eine interessante Art, jemanden zum Reden zu bringen. Finden Sie die Zelle von General Kerrigan. Alles klar. Ist gebrochen, Meister. Na, was haben wir denn hier? Nö. Okay. Sind irgendwie... Immer der gleiche Korridor, oder? Ja. Alles klar. Da haben wir doch irgendwen. Okay. Wir versuchen es mal auf die leise Art. Also diese Maussteuerung hier ist schon etwas grausig. Hoppala. Okay, lassen wir das mit der leisen Art. Alter. Kannst du mal kaum zwei Schüsse ausmachen? Au, au, au. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Okay, also, die leise Art hat nicht funktioniert. Dann machen wir halt Palaver. Für mich überhaupt gar kein Problem. Das ist ja mittlerweile schon etwas bekannter. Leise Art ist ja sowieso nicht so meins. Immer gerne mal ausprobieren, aber am Ende entscheidet man sich dann doch lieber Krawall zu machen. Hier waren wir gerade eben drin. Klick, klick. Nö. Korridor 3, das ist die Eckejenige, welche die auf den Kameras zu sehen war. Aber auch hier komme ich nirgendwo rein. Kann keine Schalter bedienen. Ach ja, sieh mal an. Eine Dampfsauna. Und wenn man nichts hat, das braucht man. Hallo Typ. Wieso? Überlebst du den Kopfschuss? Sacknase. Okay, sieht so aus, als ob wir Aufzug fahren müssen. Hey, so. Hey. Okay.
Hier passiert mir gerade gekonnt gar nichts. Nehmen wir die schon mal mit. Komme ich hier irgendwo unten raus? Nö, auch nicht. Okay. Aber. Hä? Irgendwas muss heute passieren. Das geht doch so gar nicht. Okay, es ist. Ah, verstehe. War blöd, merke ich selber, ist ja gut. Diesmal starten wir uns aber direkt mit der richtigen Waffe aus. Bam. Ah, ne, Entschuldigung, nicht bam, sondern eher blam. Alarm, Mini! Alarm! Na, wo komme ich denn in den Raum rein, wo der Typ gerade war? Da will ich rein. Okay, ist anscheinend nicht. Fahren wir noch mal eine Runde Aufzug? Ah, komm, wir fahren noch mal. Hey? Okay, habe ich irgendwo eine Schlüsselkarte? Nee. Auch nicht. Aber wir haben kaputte Lüftungsschächte. Hier müssen wir anscheinend nicht rein. Hier müssen wir anscheinend auch nicht rein. Hier sieht das aus, als ob wir da lang müssten. Dann nehmen wir doch den Weg hier so lange. Okay. Will ich jetzt runterspringen? Speichern. Da speichern wir jetzt mal. Und sobald der Strom hier wieder aufhört, machen wir mal Jumpy Jumpy. Nein. Also, in diesem Spiel gibt es anscheinend Fallschaden. Ach, aber... Ach komm, wo starte ich bei Neuversuchen? Ach ja. Das hält sich an Grenzen. Okay, da war aber gerade noch ein kaputtes Lüftungsgitter. Gleich mal schauen, ob ich da vielleicht irgendwie dran komme. Ansonsten... aha. Auf die Idee hätte ich auch mal vorher kommen können. Boing, boing, boing. Gutes Timing. Und runter. Du bist bescheuert. Hoppala. Jetzt wäre ich beinahe tatsächlich gestorben. Aber zum Glück helfen die Medikits hier so rasant, könnte man meinen. Ah, sieh mal an, die Schlüsselkarte. Ich bin der Schusssichere im Glas. Haha. Oh Moment, die wissen aber, wie die hier hinkommen. Das ist uncool. Gibt's da oben eine Tür? Da oben scheint keine Tür zu geben. Alle sollen sterben. Keine weitere Munition tragen. Hört man immer gerne. Und Glas kaputt. Okay, da scheint überall besetzt zu sein. Schubid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 
Hier? Nein. Geradeaus? Hier. Ah ja. Das sieht doch schon so aus, als wüsste, wo wir hin müssen. Hier scheint irgendwo unser General zu sein. Das hört sich zumindest mal so an. Was hast du denn hier jetzt für ein Flashback? Du brauchst dich bei den Spets nicht mehr zu bewähren, mein Junge. Ich kann dir einen Top-Auftrag anbieten. Okay. Ich muss diesem Mann ein paar Fragen stellen. Würde mir jetzt jemand die verdammten Zigarren bringen? Maul halten, Carrington! Warum haben die mich nur hierher verpflichtet? So. Räume ich? Mein Gott, ich kann es nicht glauben. Oh ja, sehen wir noch. Bester Mann am Leben. Ja, selbstverständlich bin ich am Leben. Außer vielleicht bis auf die ein, zwei kleinen Male, wo ich vom Gebäude runtergesprungen bin. Hier ist der HF-Sender. Aber alles in einem bin ich am Leben. So. Können Sie mich hören? Was? Was meinen Sie? Ja, wieder jede Menge Kameras. Da kommen wir nicht durch. Hier kriegen wir zwar auf, aber hier ist nichts drin. Ach, meine Zigarren. Ja, meine Zigarren. Sieh dir diesen Dumm. Komm, Typ. Ich will los. Wir sollten uns um ihn kümmern. Bereit? Bereit, mein Sohn? Freilich. Hey, Laufbursche, komm her. Ich muss pinkeln. Ich werde ihn umbringen. Ausgezeichnet. Gib mir Deckung. Komm hier, versuchen wir doch mal. Er hat das Boom gemacht. Das gefällt mir, warum habe ich das nicht vorher schon eingesetzt? Komm, lauf, Digga. Immer in Bewegung bleiben. Level abgeschlossen. Yeah, wir haben General Carrington befreit. Gut, aber das war's hier. Genau, macht immer ein bisschen Jumpy-Jumpy. Ich bedanke mich bei euch natürlich wieder herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr wisst ja, Däumchen nach oben oder aber Kommentare da lassen und sowas. Freut mich alles immer sehr, wenn ich was zu lesen habe von euch. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht, guten Morgen, guten Mittag, gutes Wochenende. Oder was, wie, wo, wann auch immer ihr die Folge guckt. Und dementsprechend bis zum nächsten Mal. Tschüss.